Hey Leute, ich bin's, Mac Peverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr an den eben gezeigten Antrieb einen solchen Handsender hier anlernen könnt und welche Funktionen ihr auch alle einstellen könnt. So, um den Handsender nun anzulernen, drücken wir erstmal 5 Sekunden die Programmtaste. Jetzt kommen wir hier ins Menü rein. Jetzt können wir mit der Hochtaste die 11 einstellen, das ist für das Tor auf- und zufahren. 12 wäre für die Beleuchtung, die man über den Handsender steuern kann. Und eben auch die 13 für eine Teilöffnung. Ich mache das jetzt am Beispiel für Tor und auf, für Tor zu- und auffahren. Das ist, denke ich mal, am interessantesten. Da drücken wir jetzt wieder die Programmtaste, so dass die 11 blinkt. Gleichzeitig nehme ich jetzt meinen Handsender, belege die Taste hier, die ich nehmen will, für das Hoch- und Runterfahren, drücke entsprechend drauf, halte gedrückt und ja, jetzt hat er kurz geleuchtet, jetzt fängt er an zu blinken, der Sender, und auch hier, die 11 blinkt schnell, jetzt hat er die Codierung übermittelt und das Ganze fast schon abgeschlossen. Ich drücke nochmal die Programmtaste, gehe jetzt hier nach unten auf 00, gebe nochmal die Programmtaste ein und das war's schon. Und so mache ich das auch mit der Beleuchtung. Da suche ich mir dann hier eben auch eine entsprechend andere Taste auf, beziehungsweise mit der Teilöffnung. Schon geht das Ganze. Ich zeige euch das jetzt. Ich drücke hier einmal drauf und gleich kommt das Signal und das Tor wird hochfahren. Ja, ich hoffe, die Anleitung war hilfreich. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.